Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Bloody und wir werden heute, wie wir im vorherigen Part schon erzählt haben, uns um die Eiersuche kümmern. Vorerst werde ich aber erstmal hier alles schön bewässern, weil noch ein paar Pflanzen leider drunter leiden mussten, gestern in der Nacht davor, im Tag davor, nicht bewässert zu werden, aber gut, es soll... Okay. Gut. Ja, das ist ja nice. Das ist ja echt nice. Cool. Kann ich auf die Bohnen so einsammeln. Nice. Ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal alles bewässern. Wir haben ja bis 9 Uhr ja noch ein bisschen Zeit. Dann werden wir uns mal drum kümmern, zu gucken, was denn jetzt genau dieses Fest ist, was wir da machen. Weil ich kann mich in dem Fest auch null aus. Das heißt, wir werden auch erstmal einiges kennenlernen. Oder zumindest halt die Leute, die zugucken und das Spiel auch noch nicht gut kennen. Ja, mal gucken. 25 Energie will ich tatsächlich behalten. Aber rein damit. Die Energie werde ich jetzt auch nicht bauen. Zumindest jetzt erstmal nicht. So, da alles bewässert soweit ist, werde ich mal das gerade weglegen. Hatte man einen Samen oder habe ich das eingepflanzt? Ne, das habe ich eingepflanzt. Gut. Das weg. Das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Und dann gucken wir gerade mal. Sprechen wir mal mit unserer Katze. Wir können sie zwar nicht füttern. Wo ist die Katze hin? Mauzi. Beziehungsweise Killer Kitty. Killer Kitty. Egal. Ein paar Steine ab, zwacken. Ein paar Steine müssen ja auch sein. Ich hoffe, ich brauche jetzt keine so... Ich übertreibe es jetzt nicht so sehr. Weil sonst heißt es nachher wieder keine Energie mehr. Na, komm schon. Wir haben die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Guck mal, das wird doch schon was. Ist zwar jetzt nicht so schön, aber... Hä? Krass. Ist schon soweit. Aber das finde ich cool, dass das angezeigt wird. Das finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Und ab zum Eierfest, Leute. Und was wir da machen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge bei One Piece. Nein, Spaß. Was haben wir hier schönes? Scheiße! Erdbeeren her, scheiß drauf. Gibt es irgendwas noch mehr zu essen? Was bist du für ein Vielfraß, Alter? Was ist los bei dir? Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles zuzubereiten. Spiegeleier, hart gekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ja, das glaube ich. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ja, glaube ich auch. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Okay. Ich freue mich immer auf dieses Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal, findest du nicht? Ja. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ja, glaube ich. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Wieso? Was ist denn da? Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Ja, ich bin auch richtig aufgeregt, Junge. Wow. Diese Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Da ist Alkohol drin, Madam. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf langer Sicht die Produktivität steigern. Ja, das ist richtig. Das glaube ich auch. Willkommen am Eierfest. Danke meiner wundervollen Hen. Wow. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Noch nicht. Erstmal muss ich mit allen Boys und Girls reden. Hey, ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Ich wusste es. Eier? Schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Warum? Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nicht über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Jo, sehe ich auch so. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Ja, wo ist die nette Abby?
Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Alles klar. Selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Das ist sehr lobenswert. Sehr lobenswert. Nächster kleine Boy mit den langen Haaren. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Wow. Was für ein Gemeinschaftsding. Worüber sind alle so glücklich? Eier. Warum Eier? Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft ein angenehmes Gefühl. Naja gut, kommt halt drauf an. Oh, die Abby. Abigail. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Meine Nadel. Nasenallergie. Ah, klar. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eier. Bürgermeister Lewis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Ich kann auch verstehen, warum. Oh, heilig. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Okay. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Wo haben wir mit allen geredet? Du Schlingel, ich hab dich erwischt. Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ups, ich sollte für den Moment mir meine ärztlichen Ratschläge verkneifen. Ich glaube schon, weil das will, glaube ich, hier so keiner wissen, so wirklich. Wow, ich kann keine Karte aufrufen, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt. Gut, haben wir noch hier mit jemandem reden können? Hier jedenfalls. Oh, hä? Ich hab doch mit dir schon geredet, oder? Oh, nee. Psst. Das bleibt unter uns, Kindchen. Was bleibt unter uns? Ich hab's hier genau gesehen. Wenn sie mich etwas von dem Kuchen abgeben, dann werden sie auch nichts. Werden sie alle erfahren, was sie tun. Okay. Huch. Steine. Leg mir doch nicht die Steine in den Weg. Ich gehe mal davon aus, dass es uns eher gesagt regelrecht dazu. Aber ich find's cool, dass keine Zeitangabe dabei ist. Also das klassische Project. Gut. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass uns anfangen. Hey, komm schon. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Juhu! Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier findet und den Preis abstauben wollt. Okay. Nun denn, sind alle bereit? Und was genau muss ich jetzt machen? Eier suchen? Lasst die Eiersuche beginnen. Ja, wow. Ich wüsste, wie die Dinger aussehen. Da ist ein Ring. Da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Mein Ei. Oh Leute, komm schon, seid nicht so blind. Sprach er und übersah ein Ei. Mal gucken, ob ich das gewinne. Hihi. Ich zieh euch. Oh, da ist noch ein Ei. Ich zieh euch alle ab. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was? Schon vorbei? Nee. Ich war grad so schön dabei. Aber gut, 6 Eier ist für einen Anfänger doch ganz gut. Hier. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt dieses Edelsteinssees. Yeah. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche ist... Katsching! Abigail! Wie viel hat die denn? Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Wie viel hat ihn die Bitte schon gesammelt, dass sie es geschafft hat? Irgendwie fail. Aber gut. Was? Kein Tanzen? Ich dachte, es wird noch getanzt. Wo ist denn das jetzt für ein Kack?
Wollen Sie mich flachsen? Und jetzt geht das wieder. Oh, schade. Na. Wahrscheinlich hätte ich jetzt gewinnen müssen, bevor ich den Tanz da haben dürfte. Naja, gut. Habe ich ein bisschen auch mal das Eierfestival kennengelernt. Jetzt werden wir noch gerade die Erdbeeren einpflanzen. Wir dürfen dann, glaube ich, irgendwo noch zwei Pets haben. Eventuell nicht. Nein? Okay. Da rein, du raus. Hä? Ah. Gut, legen wir uns hin. Für heute. Da ist die Katze. Miau. Viel Geld haben wir zwar nicht einheimsen, aber gut, nicht so dramatisch. Wow, 160 nur für... Ja, doch, das ist doch eine schöne Summe. 13. Tag im Frühling. Yay! Wow. Gut. Und weiter geht's. Ich habe mir das Gefühl, dass wir tatsächlich ein bisschen Eier sammeln. Ups. Ey, da lang. Hoffen wir mal, unsere eigene Saat, aber hey, ist ja nicht schlimm. So, dann legen wir mal gerade eben das wieder weg. Okay. Nice. Die beiden behalte ich jetzt einfach mal. Werde ich schon noch gebrauchen nachher. Oder warte mal. Wieso schenkt mir der Epigail nicht einfach mal diese Pastinake? Nein. Wir schenken ihr eine Pastinake. Und zwar die Deluxe-Pastinake, sag ich jetzt mal. Ich glaube zwar nicht, dass sie es mag, aber Geschenke halt, ne? Ach fuck, ja, so haben wir auch zu. Da komm schon gar nicht rein. Habe ich irgendwo Sympathie gewonnen? Ja, mit der Haley habe ich Sympathie gewonnen. Wow. Okay. Ich brauche Höhlenkarotten für das Dessert. Könnte mir das jemand bringen? Nee, kann ich nicht machen, weil ich nämlich keinen Plan habe, wo ich die herbekomme. Gut. Da das gerade eh noch was dauert, bis wir 9 Uhr haben, werden wir erstmal gerade mal ein bisschen was abernten. An Bäumchen kaputt hauen. Hihihihi. Hadouken! Na komm, 13 Minuten, da ist noch was drin. Da geht noch was. Umfeld. Da geht auf jeden Fall noch was. Und das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das war jetzt eigentlich ein Holz. Was ist Unkraut hier weg? Holz. Mein Gott, und jetzt wird los. So, jetzt gehen wir gerade zur Epigail. Legen wir erstmal vorher was kurz in den Köfferchen. Tun wir das noch da rein. Restlichen Shit verkaufen wir. Das wäre eine schöne Epigail mal ein Geschenk machen. Ich glaube zwar nicht, dass ich Pastinaken mag, aber hey, es ist ein Geschenk. Da freut sich nicht über ein Geschenk.
Mal gut, mal gucken. Halt doch pass wieder auf freien Fuß. Hi. Nee. Epicell ist nicht hier oder was? Das finde ich aber nicht gut. Epicell. Das ist er doch. Ich glaube, das war irgendwie klar, dass ich es nicht mag. Aber gut. Damit habe ich mir, glaube ich, keinen großen Gefallen getan. Nicht wirklich. Ja gut. Was ist das? Rucksackverbesserung. 24 Plätze. Nicht jetzt. Kann ich mir sowieso nicht leisten. Ich bin pleite, hallo. Bevor ich ein bisschen Geld krieg. Da, 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 da. Wieso laufe ich jetzt eigentlich hier rum? Das ist schon so dämlich, was ich gerade mache. Ich glaube, die Epigale kann ich erst mit Ayago ja. Ja. Ich kann ihr, glaube ich, nur dann helfen, wenn ich ein bisschen oder halt ganz gut mit ihr auskomme, wenn ich halt Eier irgendwie kriege. Keine Ahnung. Bisschen merkwürdig, aber okay. Allerdings ein Kuchen ist auch ganz gut. Also ein Kuchen wäre auch was. Dann spare ich mal ein bisschen Geld für ein Kuchenrezept. Mache einen schönen Kuchen, vielleicht einen Eierkuchen. Mal gucken. Nur dass ihr Eier mag, warum solltet ihr dann keine Eierkuchen mögen? Oh, Schmetterlinge. Ich alles mit. So. Ah, da ist noch einer, der ein bisschen das von nach außen steht. Komm, renn mit dem Shit. Gibt Energie. Das ist die Mautzekatze. Brave Mautzekatze. Ups. Wollen wir es schaffen. Jawohl, so gerade eben noch geschafft. Jetzt kann ich aber nichts mehr machen. Ich bin jetzt ein bisschen blanko mit Energie. Aber wir haben jetzt 200 Steine, 433 Holz. Das dürfte, glaube ich, reichen. Es fehlt im Grunde nur noch das Geld. Und wie wir das bekommen, das wissen wir alle. Ich will aber nicht. Ja. Ups, das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich mal was gucken. Ich kann einen robusten Ring herstellen. Wilde Saat Frühling. Okay. Ah, Standarddinger. Ich hätte das Holz nicht verkaufen. Das Harz nicht verkaufen sollen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Gut. Und ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar nicht sehr produktiv, aber wir haben auf jeden Fall eine Mission erledigt. Wir werden im nächsten Part, denke ich mal, das Rattenproblem erstmal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Auf jeden Fall ist unser erstes Hauptziel, die Farm so weit aufzustocken, wie es geht, dass wir auch jede Menge Stuff verkaufen können. Aber selbstverständlich benötigen wir auch Geld. Und das ist unser Hauptziel, das Geld zu farmen. Allein schon, damit wir mal Rezepte kaufen können für Kuchen oder sowas. Aber mal gucken, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden uns aber hier schon mal auf das Bett schlagen und mal Nickerchen machen. Und dann würde ich sagen, sehen. Minenarbeit Stufe 2. Spitzhackeneffektivität plus 1. Neue Herstellungsrezept Treppen. Neues. Sammeln Stufe 2. Achseffektivität 1. Neues Kochrezept Überlebensbürger. Geil. Alles klar, Leute. Wie das dann weiter aussehen wird mit diesen neuen Rezepten, die wir jetzt hergestellt bekommen oder die wir jetzt bekommen haben durch das Level-Up. Würde ich sagen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschaußen.